Road to Glory, Food Champions Rewards, Gold-3-Experiment. Das hat bisher noch nicht funktioniert, aber ich gebe nicht auf. Ich werde so lange Gold 3 spielen, bis was Gutes kommt. Schreibt mal rein, was ihr so gezogen habt. Ich hoffe, wir haben Glück. Es wäre übelst stabil. Und dann geht's los. Viel Spaß mit dem Video. Ihr braucht günstige PSN-Cards oder Xbox Live? Dann checkt auf jeden Fall mal MMOG ab und benutzt den 3% Discount-Code REALFIFA, um zu sparen. Danke für eure Unterstützung und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 19 Road to Glory Video und natürlich Foot Champions Rewards Video. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, ihr seid gehypt. Das Team of the Week ist nämlich richtig geil und vor allem für unser aktuelles Team absolut geil, denn wir können geile Spieler ziehen und das werden wir uns natürlich gleich anschauen. Lasst natürlich gerne ein Like da, wenn euch das Ganze gefällt und ihr Bock habt auf mehr Foot Champions. Checkt natürlich auch gerne mein Instagram ab und mein Twitter, dann verpasst ihr nichts mehr. Und ihr könnt auch gerne meinen Zweitkanal RealMX mal anschauen. Da mache ich das ein oder andere FAQ-Video über mich und so weiter, also ein bisschen mehr Real Life. Falls euch das Ganze interessiert, würde ich mich natürlich auch extrem freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und vielleicht auch ein Abo dalasst. Link ist auch in der Beschreibung. RealMX ist mein Zweitkanal und dann auf jeden Fall danke für euren Support. Und so sieht ja unser Team bisher aus, hat sich nicht viel verändert und deshalb musste ich heute auf jeden Fall einiges verändern, denn es gibt ja den Eden Hazard jetzt auch als rote Karte zu ziehen. Das wäre natürlich ein absoluter Traum, wenn wir jetzt hier unseren First Owner Hazard als First Owner Red Hazard eintauschen können. Aber müssen wir einfach mal schauen. Wir starten direkt mit den Division Rival Rewards. Ich habe nicht wirklich viel gespielt hier, bin ich ehrlich. Aber ihr wisst das Ganze ja, es war Silvester und so weiter. Ich hoffe natürlich, dass ihr da auch schön reingefeiert habt und nicht so viel FIFA gespielt. Und am Ende haben wir hier ein Premium Gold Spieler Pack und ein Jumbo Gold Pack. Also könnt ihr durchaus trotzdem die ein oder andere Granate kommen. Vielleicht ist es ja der Fall. Wir starten direkt mit Pack Nummer 1. Und sollte es nicht klappen hier, dann werden wir natürlich unseren Ball zum Einsatz bringen, beziehungsweise unseren kleinen Boxsack. Aber es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. Ihr wisst es, unsere Foot Champions Rewards, irgendwann muss da doch einfach, oh, die sind sogar untradable. Irgendwann muss doch mal was Gutes kommen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, Freunde. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und jetzt kommen wir hier. Ja, welches ist denn das Bessere? Ich weiß es nicht. Wir kommen einfach hier nach der Reihenfolge zu diesem Jumbo Premium Pack. Wird es gut, wird es schlecht? Es wird natürlich schlecht sein, man kennt es. Und es wird nicht mal ein 83er, es wird Burak Yilmaz, ist das, glaube ich, von Trabzonspor. Okay, schade, ich weiß gar nicht, was das für ein Pack war, ich glaube ein 15k Pack. Nehmen wir trotzdem natürlich alles zum Verein. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Package. Und das letzte Pack ist auch wieder absolut gut. Vielleicht sogar, oh ja, okay, es wird sogar ein 83er Spieler. Und das könnte Luis Gustavo sein von Olympique Marseille. Naja, immerhin ein 83er Spieler. Ich muss sagen, man muss ja immer natürlich dann mit vollen Erwartungen in unsere Player Picks gehen. Aber hier in dem Pack hätte natürlich auch schon was Gutes drin sein können. Naja, kann man nichts machen. Da wären wir auch schon bei unseren Foot Champions Rewards. Ballert auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, was ihr so gezogen habt. Ich bin gespannt, wie gesagt. Wir haben wieder Gold 3 gemacht. Viele haben reingeschrieben, Max, Digga, das ist keine Taktik hier, das funktioniert nicht. Es liegt daran, dass die meisten Spieler einfach Gold 3 abschneiden, dass da dann so gute Rewards am Start sind. Ja, würde ich vielleicht auch sogar unterschreiben, aber ich bin ehrlich zu euch, man muss hier nur 14 Siege holen und meistens holt man ja direkt sowieso 14-1, 14-2, 14-0, und dass das Ganze dann nicht so anstrengend ist. Und deswegen probieren wir es einfach mal aus nochmal und vielleicht sind ja alle guten Dinge 3 und dann kriegen wir da wieder was richtig Dickes raus. Kann ja durchaus sein, wirklich. Ich würde mich natürlich übelst freuen über so einen Philippe Anderson. Den haben wir sogar schon in Rot, den habt ihr ja gesehen. Den könnten wir durchaus auch einbauen. Am besten wäre, Freunde, Philippe Anderson und Eden Hazard. Oder auch Philippe Anderson und Rashford. Oder auch Philippe Anderson und Firmino, auch wenn wir Firmino als Footmiss-Karte gemacht haben. Die Footmiss ist natürlich besser, aber den 87er, den würde ich dann einfach abgeben. Und das wäre auch schon geil. Ansonsten natürlich Milinkovic, Savic, Alejandro Gomez als Backup. Ricardo Pereira sieht mächtig aus. Sollten wir den ziehen, bin ich mir eigentlich auch schon fast sicher, dass wir um den dann auch ein Team bauen, aber da müssen wir den natürlich auch erstmal ziehen und Rashford wäre natürlich übelst geil, der würde perfekt in unser Team passen und den würde ich auch gerne mal testen.
bevor wir uns dann zur Not oder so irgendwie nochmal den Team of the Week, also den Inform Son, holen. Aber wir haben ja jetzt hier nicht so viel Auswahl. Ich glaube, zweimal Player Picks. Heißt, ich darf mir da jetzt nicht so viele Hoffnungen machen. Trotzdem wäre es natürlich stabil, wenn wir den hier ziehen würden. Eden Hazard, den haben wir ja hier schon einmal gepackt. Heißt, warum sollte er nicht noch einmal zur Auswahl stehen? Das ist die Frage. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit unseren Foot Champions Belohnungen auf unserem Road to Glory Account. Moment mal, wir haben sogar Gold 2 geholt? Hä? Ich habe doch eigentlich vorher auf... Achso, ich glaube, das waren unsere monatlichen oder so 5 Münzen. Auf jeden Fall Gönnung, stimmt, das ist ja hier dieser Bug gewesen. Ich war ja auch der Meinung, dass wir bei Gold 3 wieder aufgehört haben, genau. Und deswegen, ja, gucken wir mal, ob sich das jetzt wieder bezahlt gemacht hat. Ich bin ja ehrlich zu euch, wir spielen ja auf 2 Accounts und es wäre halt auch todesviel, wenn ich dann nochmal alles spielen würde auf unserem RTG-Account. Und wenn man hier dann vielleicht sogar geile Rewards oder geilere Rewards bekommt, dann ja, lohnt es sich halt einfach wirklich mehr, nicht so viele Spiele zu spielen. Hört sich irgendwie behindert an, aber vielleicht ist es ja tatsächlich so. 2 Megapacks, 150k-Pack, 30.000 Münzen und 2 Spielerwahl Playerpicks. Bin ich gespannt. Ich gehe einfach ganz normal, glaube ich, nach der Reihenfolge. Wir machen das auf und dann machen wir das auf. Und ich würde sagen, wir starten mit dem allerersten Spielerwahl-Pack. Checkt natürlich gerne, ja, noch MMO gehabt. Falls ihr irgendwie PSN-Cards oder Xbox Live-Cards braucht, 3% Code Real FIFA fürs Team of the Year, was natürlich am Montag kommt. Würde ich mich auch nochmal freuen. Und jetzt würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ein Hazard kommen würde für unseren RTG-Account. Das wäre so wichtig. 3, 2, 1... Let's go, Freunde. Komm schon, bitte. Gold 3 Rewards. Ja, okay. Ich bin wieder auf dem Boden der Tatsachen. Vielleicht sollten wir doch wieder bis Elite spielen, Alter. Ja, Sorrentino, Jack und Quagliarella. Obwohl dieser Jack eigentlich für einen 6er gar nicht so verkehrte Stats hat, ne? Das ist 94 Ausdauer. Okay, das ist krass. Aber wir nehmen natürlich jetzt hier Quagliarella mit, denke ich. 83er Italiener. Ey, kann man nichts verkehrt machen. 4 Sterne geht sogar klar. Okay, Quagliarella ist unser allererster. Geht besser, ne? Wenigstens ein Rashford, Alter. Freunde, wenigstens ein Rashford oder ein Philippe Anderson wäre schon geil. Das wäre schon geil. Aber müssen wir mal gucken. Und ich würde sagen, let's go. 3, 2, 1. Komm schon, Digga. Bitte Hazard, Alter. Ja, wahrscheinlich Hazard. Ich habe schon abgerechnet. Da kommt kein Hazard. Da kommt maximal... Ach, wir werden es jetzt sehen. Ich weiß es nicht. So, 3, 2, 1. Lass uns überraschen. Komm schon, Digga. Bitte was Gutes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck? Gold 3 ist vorbei, Alter. Milinkovic-Savic, Alter. GG, Freunde. Ich weiß nicht, der wird halt schwer sein, ins Team einzubauen, muss ich sagen. Der wird halt schon schwer sein, ins Team einzubauen, aber ist eine geile Karte. Das ist eine geile Karte. Boah, das ist eine sehr geile Karte. Und jetzt ist halt die Frage da, Jungs. Würdet ihr Milinkovic-Savic einbauen? Sprungkraft und so weiter, natürlich absolute Maschine. Mit Shadow, glaube ich, auch ein richtiges Monster. Würdet ihr Savage einbauen? Ja oder nein? Aber dann müssen wir... Erstmal müssen wir ihn natürlich nehmen. Dann müssen wir jetzt mal schauen. Also, Packluck, es hat sich gelohnt. Es hat sich wirklich gelohnt, Gold 3 zu kommen. Das ist halt krass, ne? Aber, tja, doch. Milinkovic Savage ist heftig. Nehmen wir mit. Und jetzt ist die Frage da, Jungs, wie sollen wir unser Team umbauen, wenn wir Milinkovic Savage spielen? Oder ihr sagt so, Max, Digga... Milinkovic Savic, naja, ist eigentlich eine geile Karte, aber irgendwie würde ich den trotzdem nicht einbauen. Können wir erstmal Bakayoko, glaube ich, rausnehmen und dann hier Milinkovic Savic rein, damit ihr auch seht, dass wir ihn wirklich gezogen haben. Der ist er, der Schlawiner, Milinkovic Savic, sauber. Also ballert mal gerne Vorschläge raus oder ihr sagt so, nee, das Team ist jetzt hier eigentlich auch schon gut. Da müssen wir halt echt gucken, wie wir das machen, ne? Da müssen wir echt gucken. Vielleicht so. Und dann müssten wir Savage hier rein. Ja, das wird schwer. Das wird wirklich schwer. Aber eure Vorschläge einfach mal in die Kommentare. Sollen wir Savage Hashtag ins Team oder Hashtag einfach Bank als Sechser auf die Bank, können wir den natürlich auch packen. Zakaria auch ein Monster. Mal gucken, ob vielleicht die Megapacks oder das 50k-Pack noch rasieren wird oder auch nicht. Das werden wir sehen. Jetzt kommt leider erstmal was nicht so geil ist. Und zwar Lick kommt.
Aber okay, wir haben ja noch zwei Packs. Vielleicht jetzt hier im Mega-Pack nochmal ein Walkout. Ein Walkout, kein Walkout. Wenigstens ein 83er Spieler. Jawohl, es wird einer und es wird sogar Arturo Vidal von Barcelona mit 57 Pace. Haben die den auf jeden Fall komplett hochgenommen, würde ich sagen. 85 Rated Vidal. Letztes Jahr noch eine spielbare Karte bei Bayern. Sogar für sehr, sehr viele Leute in ihrem Main-Team. Und jetzt leider so eine Karte. Naja, er kostet trotzdem noch so eine 8000 Münzen. Und jetzt ziehen wir das letzte Pack. Ich baller einfach mal hier auf unseren guten alten Sack. Und der Sack wird jetzt hier hoffentlich was Gutes geben. Okay, warte mal. Wir können das gleichzeitig machen. Ich drücke drauf und boxe. Okay, das wird wahrscheinlich jetzt komplett fail, aber wir werden sehen. 3, 2, wie schlage ich ihn jetzt mit dem Controller, Alter? Ja, okay, machen wir einfach mit dem Controller. 3, 2, 1, let's go. Es hat sogar funktioniert. Und hoffentlich jetzt ein Walkout. Es wird ein Walkout. Es wird ein Walkout. Holy shit, holy shit. Komm schon, gib mir was Gutes für Gold 3. Es ist Müller, glaube ich, von Bayern München. Jawohl. Naja gut, 86er Müller. Ist jetzt nicht der Oberknüller, aber es ist ein Müller und der geht klar. Und für Gold 3 Rewards hat sich das gelohnt. Danke, Digga. Das hat sich wirklich gelohnt, Freunde. Milinkovic, Savic, Müller und so. Wirklich keine schlechten Packs. Vidal haben wir auch noch gezogen. Bin ich zufrieden. Bin ich wirklich zufrieden. Jimenez ist auch noch dabei. Ja, ich denke mal, Müller wird jetzt nicht viel wert sein. Ob, ja, okay. 15.000 Coins oder so oder 16.000. Das ist in Ordnung. Das ist wirklich in Ordnung. Hat sich wirklich gelohnt, nur bis Gold 3 zu spielen. Die Taktik hat funktioniert. Die Taktik hat wirklich funktioniert, muss man hier heute mal sagen. Und schreibt mal gerne rein, ob ihr auch schon mal sowas ausprobiert habt. Und jetzt natürlich auch gerne mal euren Vorschlag reinballern, ob ihr Milinkovic Savic ins Team packen würdet. Ich habe ihn dieses Jahr noch gar nicht gespielt, deswegen kann ich ihn so unglaublich wirklich gar nicht einschätzen, ob sich diese Karte hier lohnt, Jungs. Aber ja, eure Meinung einfach mal in die Kommentare. Würdet ihr den spielen oder nicht? Und dann macht's gut. Das waren unsere Gold 3 Rewards. Wirklich mal sehr, sehr gut. Und ja, mehr kann ich nicht sagen. Macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Checkt gerne MMOG ab fürs Team of the Year. 3% Code Real FIFA. Und dann haut rein und bis zum nächsten Mal.